dann hier unten die Pumpe. Das müsste eigentlich gehen. Vielleicht so knapp 1% vom Elbwasser ausreichen. Im Zuge der Energiewende rückt ja auch immer mehr die Frage in den Mittelpunkt, wie kann man eigentlich die Wärme bereitstellen in Zukunft? Ja, Christoph, wenn wir keine Kohle mehr verbrennen wollen und kein Gas, um zu heizen, brauchen wir ja viele große Wärmepumpen und dafür auch leistungsfähige Wärmequellen. Da wäre die Elbe natürlich gut geeignet. Gewässer werden ja in einigen Ländern schon längere Zeit als Wärmequelle genutzt, aber man stößt dort immer wieder auf das Problem, dass, wenn das Wasser sehr kalt ist, dann eben noch eine Alternative benötigt wird oder so ein Projekt gar nicht umgesetzt werden kann. Und da haben wir uns gedacht, da könnte man eigentlich mit unserer Flüssigeistechnologie auch dieses Problem lösen, indem man quasi das Wasser nicht nur abkühlt, sondern vereist und damit eben sehr viel Wärme aus dem Wasser entnehmen kann. Und auch die Pumpe. Und der Clou ist, dass das Eis eben flüssig bleibt und man kann es dann pumpen. Und so kann man quasi Wasser aus einem Gewässer entnehmen. Lass uns nochmal 0 Grad probieren. Kann es teilweise einfrieren, damit sehr viel Energie entziehen und dann dieses Eis-Wasser-Gemisch einfach wieder zurückpumpen. Ja, hier gehen wir mal die Elbe lang. Dresden hat ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz, was bislang über die Abwärme von Kraftwerken, also von fossiler Stromerzeugung, versorgt wird. Und wenn man diese Wärmeversorgung in der Zukunft stärker dekarbonisieren will, dann wird man um Wärmepumpen nicht umhinkommen. Ja, es ist total ein erhebendes Gefühl, wenn man nach den vielen Jahren der Konzeption und der Entwicklung dann das Gegenständliche hier stehen hat und dann das auch im Labor erstmal erproben kann. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, das tatsächlich am Gewässer unter Beweis zu stellen, dass es funktioniert, ich glaube, da sind einige Leute bei mir im Team sehr froh, dass wir diesen Schritt endlich geschafft haben. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen mitnehmen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Wärmewende zu schaffen und dass die Nutzung von Gewässern ein wichtiger Baustein sein kann. Und wenn das in die Breite getragen wird, denke ich, wäre viel erreicht. Thank you.